wunderschönen guten Abend wieder hier in Zittau auf dem Markt. Friedlich stehen wir wieder für Demokratie und Freiheit. Was für ein Gegensatz zu den linksgrünen Straßenterror in den letzten Tagen in Leipzig-Connewitz. Danke an die Familie Brause für den Einstand und an die Techniker, die Bild und Ton wieder liefern, zuverlässig. Unser Programm heute Abend, die Presseschau mit Harry ist in Urlaub, es übernimmt heute Björn Ehrlich. Dann haben wir als Gastredner den Publizisten Christoph Hörstel und die verschiedensten Infoblätter, unter anderem 96. Corona-Blatt von Professor Dierich liegt aus. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer übte vergangene Woche scharfe Kritik an den Grünen und nannte Habecks Gesetz Heizungsmurks. Da möchte ich ihn daran erinnern, dass er mit der gleichen Partei in Sachsen regiert und dass er zum Beispiel 2019 einen Umweltminister Günther berufen hat, der zu diesem Zeitpunkt trotz mehrerer Auflagen des Landratsamtes Mittelsachsen keine funktionierende Kläranlage auf seinem Grundstück besaß. Regierungsmurks würde ich sowas nennen. Der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt nannte die Ampelgesetze wörtlich Energiestasi. Man könnte ja Herrn Vogt glauben, aber in der Praxis ist es seine CDU, die den Nachfolgern von SED und Stasi in Thüringen bei wichtigen Abstimmungen regelmäßig die Mehrheit liefert. Die Kluft zwischen Wort und Tat in der CDU ist groß und macht sie für mich unglaubwürdig. Dann forderte Herr Kretschmer in der vergangenen Woche, er war sehr medienaktiv, die Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Richtig, aber nicht ganz neu. Seit 2017 steht diese Forderung im Programm von Pegida. Als in Thüringen, wer sich erinnert, noch eine unvermerkelte CDU regierte, hatte man dort mal Sachleistungen für Asylbewerber eingeführt. Im Ergebnis flogen Essenspakete aus den Fenstern. Ich habe mich damals gefragt, ob jemand, der wirklich vor Krieg und Elend flieht, Lebensmittel aus dem Fenster wirft. Ja, und bevor uns Herr Kretschmer noch die nächste Abschiebungsoffensive verspricht, hier die Realität. Im ersten Quartal 2023 sind 70% aller Abschiebungen in Sachsen gescheitert. Ja, und dann war vergangene Woche noch eine neue Spur zu den Nord Stream-Attentaten. Sie führt nach Brandenburg. Zu einem Ukrainer mit 7 Identitäten. Also nicht etwa der Wolf und die 7 Geißlein oder 7 auf einen Streich oder die 7 Schwaben. Nein, moderne Märchen heißen 7-mal Bürgergeld und können in einem Hart, in einem Land, wo verantwortungslose Narren regieren, sogar Wirklichkeit werden. Schönen Abend und danke. Normalerweise steht ja um die Zeit der Harry hier, aber Harry hat sich jetzt nach 3 Jahren unglaublichem Einsatz einfach mal eine Woche Urlaub genommen. Unglaublich, oder? Also ich mache jetzt mal den Harry, und damit ihr auf die Presseschau nicht verzichten müsst. Und ich stelle die Presseschau unter das Motto: Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Das ist aber kein Ausspruch von mir, sondern wie jeder weiß, das ist ein Ausspruch von Max Liebermann.
Wir machen es wieder in drei Punkten. Also erstens, da ist sie wieder, die Maske. Am 28.05. ging der Giro Italia zu Ende. Ein Affenzirkus vor dem Herrn. Nach der ersten Woche führte Remco Evenepoel, der noch die 8. Etappe gewann, bei der 9. Etappe aber bereits kommentarlos aus dem Klassement gestrichen war. Was war passiert? Er wurde positiv getestet, weil die Nase tropfte. Wissen muss man noch, dass die Fahrer während der ersten Hälfte der Tour nasser und kalter Witterung ausgesetzt waren, wegen des Klimawandels. Wem kratzt es da nicht im Hals? Skandal, der Norweger Byström war zwar auch positiv getestet, fuhr aber einfach weiter. Dann wurde er aber auch noch eliminiert. Alle Alarmglocken gingen an und es wurde festgelegt, dass alle Offiziellen nunmehr Masken tragen mussten, die jetzt mit den Aktiven in Verbindung standen. Nun sprangen sie wieder mit ihren Kaffeetüten vor der Nase herum. Skurril und abartig. Byström platzte dann der Kragen und sprach, wenn alle mit einem positiven Test aussteigen, dann gibt es kaum noch Fahrer, wenn wir in Rom ankommen. Von den 176 Gestarteten sind da nur 50 ausgefallen. Was lernen wir daraus? Es ist noch nicht vorbei. Und wenn es den Corona-Toren gefällt, werden wieder Tests und Masken angeordnet. Leute sind dann gefragt vom Schlage Byström. Leute, die selbstbewusst handeln. Punkt. Zweitens, er hatte eine Axt dabei. Schauen wir uns nun einmal die Arbeit der Qualität des Qualitätsmediums Sächsische Zeitung an. Das Ereignis, um welches es hier geht, liegt einen Monat zurück. Es war das Friedenstreffen am 1. Mai am Dreiländereck. Peter Thierich hielt eine Friedensansprache. Dafür wurde er vom SZ-Redakteur van Apeldoorn angegriffen. Peter Thierich hat das Manuskript freundlicherweise vervielfältigt und hier ausgelegt. Es liegen also 30 Kopien da. Jeder kann es lesen, macht bitte Gebrauch davon. Ich möchte euch fragen, wodurch hat sich Peter Thierich eigentlich angreifbar gemacht? Muss man sich bereits dafür rechtfertigen, dass man öffentlich für den Frieden eintritt? Der fragwürdige Titel des Artikels van Apeldoorns lautete übrigens Friedensdemo an der Neiße. Nationalisten aller Länder, vereinigt euch. Mitten in diesem Artikel erscheint unerwartet die gefettete Überschrift: Er hatte eine Axt dabei. Dort war Folgendes zu lesen. Unter den grenzpassierenden Teilnehmern des Konvois gab es nach Angaben der Bundespolizei aber keinerlei Beanstandungen oder Auffälligkeiten. Ein Mann, der nach dem Konvoi die Bundesgrenze passieren wollte, fiel indes auf. Er hatte eine Axt, ein Einhandmesser und Handschuhe mit Protektoren dabei, so Meinhold. Zu diesem Zeitpunkt war nicht eindeutig, endgültig klar, ob dieser Mann an der Veranstaltung am Dreiländerpunkt teilnehmen wollte. Merkt ihr was? Das ist ein Manipulationsversuch übelster Art. Man weiß, wie man Stimmungen erzeugt. Was hat der Mann mit der Axt und dem Einhandmesser unter der fetten Teilüberschrift überhaupt in dem Artikel über die Friedensdemo zu suchen, wenn nicht einmal der Polizei klar war, ob der Mann die Demonstration überhaupt besuchen wollte? Ich nenne das Gossenjournalismus. Weitere Beiträge dieses Redakteurs gewähren einen Einblick in dessen geistig-moralische Grundverfassung. In dem inhaltlich nicht zu beanstandenden Artikel über die Bewachung der Neißebrücke in Hirschfelde blitzt seine Begeisterung für die Bewacher auf, welche sich aus ehemaligen Soldaten rekrutieren. Auch solche, die in Kriegen auch dort eingesetzt waren, wo es grob wurde. Er schreibt:
Seine Männer und er standen selbst als Soldaten oder Söldner schon in Kriegen dort mit der Waffe im Anschlag, wo scharf geschossen wird. Das scheint Herrn Appeldorn zu begeistern, mich nicht. Ich hätte das kritisiert und gefragt, wo diese Söldner gedient haben. Bei Akademie, in der französischen Fremdenlegion oder gar bei PNC Wagner? Und was haben sie dort gemacht? Ist das ein Grund, stolz auf sie zu sein? And we are bound for the border, we are soldiers of fortune, and we'll fight for no country, but we'll die for no good pay. Under the flag of the greenback dollar or the peso down Mexico way, heißt es in dem Söldner-Song von Steve Earle. Oder auf gut Deutsch, wir sind auf dem Weg zur Grenze, wir sind Soldaten des Glücks und wir kämpfen für kein Land, aber wir sterben für guten Sold. Unter der Flagge des greenback dollar oder des peso unten in Mexiko. Solche Leute beschützen danach jetzt die Grenze zu einem angeblich befreundeten Nachbarstaat. Da fragt man sich doch glatt, ob der von der SZ ins Herz geschlossene Eupiner Bürger, Yasin B., die Zitterer werden den Artikel ja noch kennen, auch dabei ist. Der wird zurzeit von der Justiz wegen diverser Delikte, unter anderem wegen Mordverdacht, besucht. Drittens, ein Blick in die alternativen Medien. Da muss ich mich ein bisschen kürzer fassen. Ich will meinen Nachredner hier als Hauptredner nicht so viel Zeit wegnehmen. Das mal mit größerer Schnelle. Ich wollte eigentlich aus dem Multipolar-Magazin berichten, in welchem Hannes Hofbauer über Rassismus schreibt. Die woke Gemeinschaft richtet unseren Blick gern auf die Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe, sondern auch an der nationalen Zugehörigkeit. Wir erkennen das daran, dass Künstler wie zum Beispiel Valerjev Gergiev, einer der weltweit besten Dirigenten, ihren Job verloren oder Sportler von Wettbewerben ausgeschlossen wurden, weil sie einen russischen Pass besitzen. Oder ich wollte aus den Nachdenkseiten berichten, dass die deutsche Regierung keinerlei Kenntnis darüber hat, dass von der in der Ukraine eingesetzten radioaktiven Uranmunition gesundheitliche Schäden ausgehen. Und das, obwohl NATO-Soldaten, die im Irak und im Kosovo nach dem Einsatz dieser Munition erkrankten, immense Ansprüche zuerkannt wurden. Oder dass die ARD zu diesem Thema Faktenchecker loslässt, die nachweislich nicht einmal englische Artikel richtig übersetzen können. Ich bin vor uns noch mal angesprochen worden, das habe ich jetzt nicht mehr aufgenommen, aber das kam auch kürzlich von den Nachdenkseiten. Wo hört man hier Protest beispielsweise, dass zurzeit oder in den nächsten Tagen ein groß angelegtes Manöver Defender 23 startet? Auch dagegen müsste breit demonstriert werden. Was ist, wenn das aus dem Ruder läuft und plötzlich in eine heiße Phase gerät? Berichten wollte ich auch über die Veröffentlichung des Corona-Blogs, dass das RKI 2 Wochen vor der gescheiterten Parlamentsabstimmung zur Impfpflicht die Regierung über die fehlende Impfwirksamkeit der mRNA-Impfstoffe informierte. Trotzdem versuchte der Karlatan, die Impfpflicht gesetzlich durchzudrücken. Wie lange braucht es noch, um die kriminellen Seilschaften für ihre Untaten daran zu kriegen? Auf eine Geschichte möchte ich aber dann doch noch etwas näher eingehen. Es war tatsächlich zu hören, dass sich Uschi von der Leyen im nächsten Jahr wieder der Wahl zum Europaparlament stellen möchte. Schon das ist falsch, weil sie nie gewählt war, jedenfalls nicht vom Volke. Sie wurde nach den Skandalen als Verteidigungsministerin einfach nach Brüssel verschoben. Dort macht sie so weiter, wie sie als Ministerin aufgehört hat. Jeder weiß, dass gegen Frau von der Leyen Ermittlungen wegen vermeintlich milliardenschwerer illegaler Vertragsabsprachen mit Pfizer laufen. Trotzdem sorgt sie weiter dafür, dass Pfizer seine Milliarden aus dem europäischen Haushalt erhält, sogar für nicht gelieferte Impfdosen. Und obwohl währenddessen massenhaft Impfstoffe wegen Erreichen der Ablauffrist vernichtet werden müssen. Und sie verweigert die Herausgabe ihrer Korrespondenzen mit Pfizer.
Leben wir in einem Feudalstaat, in dem der Herrscher tun und lassen kann, was er will? Um Aufklärung in der Sache hat sich Martin Sonneborn verdient gemacht. Er sitzt in Brüssel im Europäischen Parlament als Einzelkämpfer für die Partei Die Partei. Martin Sonneborn ist keiner Lobby verpflichtet und er traut sich was. Beispielsweise mit einer Rede als Fraktionsloser im letzten Jahr, die ich schon deswegen wiedergeben möchte, weil er als solcher nur eine Minute Redezeit hat, also brauche ich auch nicht länger. Er sprach: Sehr geehrte Frau von der Leyen, um mit Karl Kraus zu sprechen, mir fällt zum Zustand der EU nichts ein. Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Putin, haben Sie einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt? Aliyev. Auch wenn viele deutsche Medien schweigen, überfällt die Öldiktatur, die zum vertrauensvollen Partner erklärt wurde von Ihnen, das demokratische Armenien. Respekt für diese Wahl. Immerhin liegt unser neuer Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Honks ist Aliyev ganz vorn. Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Fracking-Gas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig und Sie löschen routiniert Ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer Obacht, kleines Wortspiel, man sollte Europa nicht den Leinen überlassen. Ja, Beifall geht natürlich Martin Sonneborn. Im nächsten Jahr sind wieder Wahlen zum Europäischen Parlament. Bisher galt dafür in Deutschland keine Sperrklausel. Deshalb konnte Sonneborn ins Parlament gewählt werden. Das soll sich aber noch ändern, damit derartige Nestbeschmutzer gar nicht erst wieder in das Parlament einziehen können. Da müssen wir uns eben darauf vorbereiten, Martin Sonneborn über die kommende Sperrklausel zu hieven. Denn er gehört ins Parlament, im Gegensatz zu Uschi von der Leyen. Und wenn ihr mich fragt, ob man so einen Spinner wählen kann, dann sage ich, ja, warum nicht? Spinner gibt es in den besten Parteien. Denkt bloß mal an die Grünen. Schönen guten Abend noch. Einen schönen guten Abend nach Zittau. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Es ist eine gute Menge hier versammelt und mit guter Stimmung, stelle ich fest. Alles ganz genau richtig. Mein Name ist Christoph Herstel, manche von Ihnen kennen mich. Ich bin seit über 30 Jahren politisch aktiv und seit über 30 Jahren kämpfe ich gegen ungerechte Kriege und gegen Korruption überall. Und jetzt vor etwas über 20 Jahren habe ich meinen nicht mehr so geschätzten ARD-Job hingeschmissen und habe gesagt, besser geht's ohne, weil Lügen, dafür brauchen die nicht mein Gesicht. Ich finde ganz toll, was ich hier gerade gehört habe. Tolle Presseschau, absolut denkwürdig oder richtig und korrekt. Ja, ich muss sagen, ich bin auch für Abschiebung. Ich bin dafür, dass wir Kretschmer abschieben. Wir haben in der Opposition im Moment so eine kleine Delle, würde ich sagen, in der Teilnehmerzahl. Hier waren schon mal sehr viel mehr auf dem Platz. Und im Moment läuft das nicht so richtig. Und ganz ehrlich gesagt, dafür habe ich volles Verständnis. Weil es fehlt so ein bisschen der Zug in der Gemeinde. Es fehlt so ein bisschen die Hoffnung, dass das wirklich was bringt. Und meine Aufgabe heute Abend bei Ihnen hier in diesem wunderschönen Zittau, noch steht es ja, wir sollen uns noch dran freuen. Ja, wir sind noch nicht im Weltkrieg abgesoffen. So wie unsere verfluchten Politiker das planen in Berlin und sonst wo, in Washington, nicht wahr? Wir genießen das heute Abend und wir sagen uns, nein, wir wollen die Hoffnung nie aufgeben. Das ist mal das Erste.
Und jetzt geht es darum, dass wir auch sagen, wir haben Aussichten auf Erfolg. Dies ist jetzt in 14 Wochen meine 14. Rede irgendwo. Ich habe schon mal zweimal in Mainz geredet. Ja? Das ist vielleicht eher ein Betriebsunfall, weil andere Städte waren noch gar nicht dran. Aber ich habe dabei eins gelernt. Überall sind tatkräftige Menschen dabei, ganz tolle Demos zu organisieren und zu schauen, dass alle mitmarschieren und zu schauen, dass die Herde beisammen bleibt. Eine echte harte Mühe ist das. Und das ist eine sehr wertvolle Arbeit und das passiert bundesweit. Da wird gar nicht viel drüber geredet. Aber das sind die guten Leute, die wir haben und alle, die mitmarschieren. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, zum ersten Mal sagen, aus diesen Kräften wächst etwas, was sich politisch vereinigen lässt und dann nach Berlin tragen, in den Bundestag. Da gehören diese Leute hin, ganz eindeutig. Und was ihnen einfach nur fehlt, ist ein bisschen Erfahrung, auch ein bisschen vielleicht so das Richtung finden in diesem wahnsinnigen Durcheinander, in dem wir hier leben müssen, weil wir ständig von oben, von unten, von vorne und von hinten, von seitwärts belogen werden. Von Politikern, von Medien, von Beamten, von Institutionen. Da gibt es das Paul-Ehrlich-Institut, ja, die haben sich sehr unverdient gemacht in dieser Plandemie, ja, und ich nenne die nur das Paul-Unehrlich-Institut, weil die nicht mal eine richtige Statistik über die Nebenwirkungen zusammentragen wollen. Sowas ist peinlich und es ist natürlich ein Pflichtversäumnis und sowas gehört bestraft. Ich will Sie heute hier nicht langweilen, deswegen werde ich ganz, ganz kurz etwas zusammenfassen, was unsere Protestbewegung in Deutschland einigen kann. Und in der Einigkeit kommt dann die Kraft, dass mehr Menschen mitmachen wollen und dass diese Kraft dann auch in den Bundestag kommt bei der nächsten Gelegenheit. Und das sind 5 Forderungen. Und die allerwichtigste Forderung, von der unser aller Wohlstand, das Überleben von Industrie und vielen anderen Firmen abhängt, ist Nord Stream auf, reparieren und die Siemens-Turbinen nach Moskau. So geht's lang. Und das nächste Wichtige ist ja, Stopp aller Waffen, Munitionshilfe, allen Trainings für die ukrainische Armee. Schluss damit. Und der dritte Punkt ist, und da zeigt es schon in die Zukunft, da wo sie hin soll, nicht, dass wir in Europa natürlich als Mittelmacht nach Osten und nach Westen offen und befreundet sein sollen. Das heißt, Schluss mit den Sanktionen gegen Russland. Alle, sofort, bedingungslos. Und dann kommt Nummer 4. Ganz simpel. Lügenfreie Politik. Endlich aufhören mit dem Dreck. Wir wollen keine Viruslügen, keine Klimalügen und keine Kriegslügen. Schluss damit, sofort. Letzte der 5 Forderungen ist, alle Regierungen in Bund und Ländern raus! Wenn man das weiß, das sind die 5 Punkte, so viele Finger, wie es braucht für eine anständige Faust, dann ist man schon mal gekräftigt. Jetzt müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Ja, wir wissen ja, das ist nicht so einfach. Also kommen die 4 Punkte, die wir brauchen, damit wir nicht mehr am Krieg teilnehmen. Auch sehr wichtig. Zuallererst mal die schlimmsten Waffen raus aus Deutschland. Die Atomwaffen raus aus Büchel. Schluss. Die wichtigste innere Entscheidung, die man braucht, um keinen Krieg zu haben, ist die, wir nehmen nicht dran teil. Das heißt, Deutschland wird nicht kämpfen. Wir kämpfen niemals gegen Russland.
Zwei Weltkriege haben wir gehabt. Einen dritten wird es in dieser Form mit Deutschland niemals geben. Und das hat natürlich Folgen. Wir wollen ja praktisch werden heute Abend. Wir wollen nicht nur so schöne Forderungen stellen und uns Hoffnung machen und so. Wir wollen auch sagen, wie genau geht das? Wie genau geht das denn? Wie sieht das denn aus? Washington hat einmal Russland unausweichlich provoziert. Dann musste Putin einen Einmarschbefehl geben. Das ist nicht Volksverhetzung, das ist Fakt. Und dafür habe ich Ihnen diese Flyer mitgebracht. Das sieht nur aus wie ein Flyer, aber vor Gericht wird das Ding eine Waffe. Warum? Ein Richter, der die hier aufgeschriebenen und unter dieser URL belegten, mit Links belegten Tatsachen nicht anerkennen möchte, macht sich des Amtsmissbrauchs schuldig und hat eine Strafanzeige verdient. So muss das funktionieren. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Das gibt es. Und die ganzen Links sind auf dieser Website vorhanden. Jeder kann die anklicken. Ganz genau. Stück um Stück um Stück. Und so wächst die Kraft. Tatsächlich. Mit anderen Worten, wenn die Russen kommen, wenn eine neue Provokation aus Washington gekommen ist und die Truppen rücken auf Deutschland zu, dann werden wir unsere Türen öffnen und die russischen Nachbarn als Gäste und Freunde willkommen heißen. Kein Krieg gegen Russland. Und das ist gut, dass wir das hier hören, denn das hört man bis Moskau. Und das hat die Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Moskau, Maria Sacharowa, dazu gebracht zu sagen, die Bundesregierung in Berlin haben wir abgeschrieben, aber die Deutschen nicht. So muss es bleiben. Letzter Punkt von den Vieren ist dieser. Wir wissen, wir sind von zigtausend Amerikanern, ich habe gerade heute in der russischen Botschaft diskutiert, wie viele es wirklich sind. Ich schätze, es sind mindestens 50.000. Besetzt. Es ist ein besetztes Land. 11.000 bis 13.000 nette Briten kommen noch dazu. Und mit dieser Besatzungsmacht können wir deshalb nicht umgehen, weil Washington von Verbrechern regiert wird und uns fertig machen und in den Krieg ziehen will. Und das werden wir nicht dulden. Soweit sind wir uns einig. Soweit sind wir uns einig. Das ist schon mal ganz toll. Aber jetzt kommt was sehr Entscheidendes, was Neues. Ich bin ein bisschen traurig, dass nicht mehr Menschen das fordern, aber wir fangen einfach mal an. 15. Veranstaltung. Wir fangen einfach mal an zu denken, wie können wir es denn schaffen, dass die amerikanisch-britische Besatzung in Deutschland wirkungslos bleibt? Weil die Bundes... Ja, amigo home, jawohl! Aber das kann man natürlich so leicht nicht hinkriegen. Und ich kann Ihnen sagen, eine ganze Menge amerikanischer Soldaten wären am liebsten schon jetzt zu Hause. Das ist gar nicht das Thema. Nein, wie kriegen wir das hin, dass die frustriert sind und ziehen ab? Und da gibt es ein wunderbares Mittel. Und das kleine Ländlein Djibouti am Horn von Afrika, das hat uns das vorgemacht. Die hatten 3.000 Franzosen. Dann kamen 5.000 Amerikaner, aber Amerika hat nur für 3.000 bezahlt, klar. Das ist, wir sind, als Amerikaner sind wir einfach besser und wir nehmen, was uns gehört, nämlich alles. Und dann hat Djibouti gesagt, so, euren verfluchten Drohnenkrieg in Afrika könnt ihr euch sonst wohin stecken, wir machen den nicht mehr mit. Das war 2015 und da hatte ich mit dem djiboutischen Botschafter zu tun und er hat mir Folgendes erklärt. Sag's noch nicht sofort, Hörstel, aber in 2 Monaten kommt ein chinesischer General. Und etwas später kommen noch ein paar mehr Chinesen. Sie ahnen, wo das hinläuft, nicht wahr? Da kam tatsächlich 2 Monate später ein chinesischer General. Und 2 Jahre später waren 3.000 Chinesen da. Und Schluss war mit der Alleinherrschaft der westlichen Mächte über Djibouti. Das ist wichtig, dass wir uns das merken.
Und deswegen habe ich mit einigen russischen Freunden darüber gesprochen, ob sie denn sich vorstellen könnten, dass Russland bereit wäre, auf Aufforderung einer neuen Bundesregierung zu sagen, jawohl, wir machen einen freundlichen Truppenaustausch mit Deutschland. 5000 bewaffnete deutsche Freunde bitten wir herzlich ins wunderschöne Russland und 5000 von unseren Jungs schicken wir bewaffnet ins wunderschöne Deutschland. Ja, so geht Frieden, so geht Freiheit, so geht Souveränität. Das ist ein neuer Schritt. Das ist ein ganz neuer Schritt. Ich bin kein Fan von ständigen fremden Besatzungen. Aber ich sehe mit der zigjährigen politischen Erfahrung und dem Wissen über die Geschichte keinen anderen Weg, als die amerikanischen Freunde sozusagen herauszubalancieren, indem sie plötzlich, wenn sie sich umdrehen, in lauter freundlich lächelnde russische Gesichter blicken. So geht das. So geht Frieden. So geht Souveränität. So geht deutsche Freiheit. So geht unser Recht auf Selbstbestimmung. Eines Tages blicken wir darauf zurück und sagen, liebe amerikanischen Freunde, eure hier verbliebenen 5000 Jungs begrüßen wir jedes Jahr herzlich aufs Neue am 4. Juli, eurem Nationalfeiertag, und freuen uns, dass sie hier sind und freuen uns, dass wir den Frieden bewahren konnten. Aber bis wir zu dieser Rückschau fähig sind, bis wir diese Chance bekommen, müssen wir noch hart arbeiten. Und was können wir tun? Es ist wichtig, ich weiß, das ist ein Versäumnis, ich werde das nachholen, so schnell wie möglich, ich werde das veröffentlichen auf unserer Website, auf meiner Website, Neue Mitte und Christoph Hörstel, ein Formanschreiben an die Bundestagsabgeordneten mit der Aufforderung, sich sofort an einem Misstrauensvotum gegen die Regierungen in Bund und Ländern zu beteiligen. Raus mit denen! Und das Wichtige an der Sache ist eben, dass wir wissen und diesen Abgeordneten auch schreiben, wenn sie das nicht tun, sind sie haftbar für jeden kriminellen Regierungsakt der Regierungen in Bund und Ländern. Und da kenne ich so einige. Wir haben gerade eine tolle Presseschau gehört. Wir haben andere Beiträge gelesen. Professor Dierich, gutes Stück, ich habe das gerade gelesen. Wir wissen da so einiges, was die sich haben zu Schulden kommen lassen. Und wer dafür nicht in den Knast wandern möchte, überlegt sich vielleicht, dass er rechtzeitig diesen Saustall aufräumen hilft. Darum geht es jetzt. Misstrauensvotum, das ist etwas sehr Wichtiges. Der nächste wichtige Punkt ist, die Petition unterschreiben, die auf diesem Flyer hier angegeben ist mit einem kurzen Link und die das fordert und im langen, langen, langen Text alles nochmal mit Links belegt, was ich gerade gesagt habe. Ich war gerade in Moskau. Professor Bielow vom Europa-Institut der Moskauer Akademie der Wissenschaften sagt mir, Herr Hörstel, vielen Dank für Ihre Arbeit, das ist wissenschaftlich. Alles ist belegt. So ist das. Und deswegen ist der Flyer eine Waffe. Und wir können das vor Gericht gegen unsere Unterdrückung und die Unterdrückung der Wahrheit, gegen die Unterdrückung unserer freien Meinung einsetzen. Das ist wichtig. Dafür habe ich mir die Mühe gemacht und ich habe sie mir gern gemacht, denn so geht der Kampf mit Mühen. Diese Petition also bitte ich Sie alle zu unterschreiben. Wir überschreiten in den nächsten Stunden die 15.000 Stimmen. Machen sich gar keine Sorgen, wenn Sie Ihre Adressen und sowas angeben. Das tun Sie nebenbei gesagt beim Handyvertrag auch. Das Wichtige ist nur, 15.000 Menschen kann man nicht mehr gerichtlich verfolgen. Das geht nicht. Und deswegen sind wir inzwischen vollkommen ruhig und es wird mehr Unterstützung geben. Die Zahlen werden von jetzt an, ich habe heute da mit netten Kräften gesprochen, mit riesigen Telegram-Websites, da werden die Zahlen nach oben gehen, das werden Sie sehen. Wir sind damit jetzt schon auf der sicheren Seite. Das ist etwas Gutes. Also, Petition unterschreiben. Vielen Dank. Und der letzte Punkt. Ich schaue in Ihre Gesichter. Der letzte Punkt, den muss ich Ihnen nicht sagen. Bitte weitermachen, niemals aufhören,
nie die Hoffnung sinken lassen. Immer hier zusammenkommen, einmal in der Woche mindestens, und zeigen, wo es lang geht. Zittau! Ich will ein paar aktuelle Dinge Ihnen sagen, die mir untergekommen sind, die mir große Sorgen machen. Das ist wichtig. Aber vorher möchte ich eines tapferen deutschen Soldaten gedenken. Maximilian Eder sitzt im Gefängnis, weil er falsch beschuldigt wird, an einem angeblichen Reichsbürgerputsch teilgenommen zu haben. Sie erinnern sich an diese riesige Razzia. Der ehrenhafte, tapfere Polizist Michael Fritsch sitzt auch mit ihm. Gleicher Grund, Reichsbürgerputsch. Und noch etwa 20 andere, darunter Heinrich der 13., Prinz Reuß, den ich persönlich kennengelernt habe. Die haben damit gar nichts zu tun. Ich halte das für eine erfundene Anklage. Ich halte die ganze Aktion, die viele Stunden vorher mit den Medien besprochen war, sodass die Kameras überall standen, wo die Regierung das wollte, ich halte das für einen fiesen, dreckigen Trick, unbescholtene Menschen hinter Gitter zu setzen. Und jetzt kommt der Hammer. Max Eder, Oberst Max Eder, der die KSK, die deutsche Sondertruppe der Bundeswehr, mitgegründet hat und Einsätze gehabt hat in Afghanistan und auf dem Balkan, hat sein Offiziers-Ehrenwort angeboten als Oberst der Bundeswehr, um nicht sitzen zu müssen, und hat angeboten, ich komme auf jeden Fall, wenn das Verfahren vor Gericht startet. Ich brauche nicht in U-Haft zu sitzen. Das hat diese Bundesregierung nicht angenommen. Die Richter haben anders entschieden, er musste sitzen. Daraufhin hat der Mann sofort gesagt, Hungerstreik, Durststreik, dann falle ich eben in 3 Tagen um. Dann kam die künstliche Zuführung von Wasser. Ich glaube, sie haben sich jetzt geeinigt, er hat damit aufgehört, er kommt wieder nach Landshut, wo man mit anderen Menschen sprechen kann, ohne eine Glasscheibe dazwischen. Aber es ist wichtig, dass wir einmal denken an diese tapferen Menschen, die für einen dreckigen Trick im Knast sitzen müssen, damit andere Menschen Angst bekommen vor dieser Bundesregierung und wagen nicht zu widersprechen. Wir haben keine Angst. Wir widersprechen und wir fordern Freiheit für Max Eder. Freiheit für Max Eder und alle anderen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache sind die ekelhaften Machenschaften der vollkommen durchkorrumpierten WHO. Wenn man so viele Milliarden von einzelnen Industriellen annimmt, kann die Objektivität nicht mehr bestehen bleiben. Und die haben jetzt was ganz Schlichtes getan. Sie binden zusammen die Viruslüge und die Klimalüge und machen einen Unterdrückungsmechanismus daraus mit entsetzlichen Folgen. Einzelne Individuen, hochrangig in der WHO, können jeden Tag erklären, so sieht das dieser Pandemievertrag vor, dessen Vorläufer der Bundestag vor einigen Tagen schon abgesegnet hat, sehen vor, dass diese Leute erklären können, jetzt ist Pandemie, mit all den schlimmen Folgen, die wir kennen. Maskenzwang. Hören Sie auf, dieses Wort Pflicht zu benutzen. Das ist ein heiliges, gutes Wort. Es gibt keine Pflicht zu Dummheiten. Masken bringen gar nichts. Und deswegen wollen wir sie nicht mehr aufsetzen. Fertig. Sie sind giftig. Sie schaden. Maskenzwang. Impfzwang. Vergiftung. Wir wissen das. Ohne Test. Das war ein militärischer Akt. Die Militärverwaltung in den USA hat auf Befehl von Trump durchgezogen, was Pfizer dann geliefert hat und andere. So ist das gelaufen. Keine vernünftigen Tests. Alle Akten gefälscht. Zigtausende Seiten. Und das Dumme ist, unter den Auswertern dieser inzwischen öffentlich gemachten zigtausend Seiten sind lauter Unterwanderungsheini. Und die wirklichen Dinge bringen sie nicht auf den Tisch. Das ist ganz furchtbar. Und dann Kontaktbeschränkungszwang.
alles Zwang. 15 Minuten Städte wollen sie bauen. Wir dürfen uns 15 Minuten im Umkreis bewegen und für alles andere brauchen wir Passierscheine und Erlaubnisse und überall stehen Kameras, um die Autokennzeichen abzufilmen und so weiter und so weiter. Hölle, Tod und Teufel, das ist der Pandemievertrag. Und dieser Bundestag in seiner einmaligen korrupten Gesinnung möchte das absegnen und hat das bereits öffentlich mit riesiger Mehrheit 497 namentliche Ja-Stimmen getan. Das wird furchtbar. Furchtbar. Pfui damit. Schluss damit. Das sind die Gefahren der WHO. Und ich habe es anfangs, letzter Punkt, gesagt, das ist etwas, was so schwierig ist. Wir machen es nochmal, nur Spaß. Aus welchen zwei wichtigsten Gründen sah sich der russische Präsident Putin gezwungen, den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine zu befehlen? Wissen Sie das? Ist das parat? Ich sage es Ihnen ganz schnell. Erster Grund. Am 24. März 2021, also praktisch 11 Monate vor Kriegsbeginn, vor Beginn dieses Einmarsches, hat Selenskyj in der Ukraine einen Erlass herausgegeben, dass die Armee in den Stand gesetzt werden soll, Krim und Donbass gewaltsam zurückzuerobern. Und in der Folge hat sich die halbe ukrainische Armee aus ihrer Sicht so, ne, hier ist dann der Donbass, da unten die Krim, 125.000 Mann haben sich da aufgestellt. Das war die Vorbereitung. Und deswegen hat Putin die ganze Zeit von roten Linien und Achtung, das geht gegen die Sicherheit, das können wir nicht dulden. Deswegen kam das. Nur die Tatsache dieses Erlasses, die wurde in Deutschland einfach nicht bekannt, nicht einmal mir. Und ich bin wirklich nah dran an diesen Dingen, das hat mich sehr erschüttert. Zweiter Punkt. Dann sind wir schon im Februar 22. Ab dem 12., 14. Februar 22 hat diese halbe ukrainische Armee mit der Beschießung des Donbass begonnen. Bis zu 1400 Waffenstillstandsverletzungen am Tag. Und da gab es natürlich für Präsident Putin nur einen Gedanken. Okay, als nächstes rollen die los auf unsere Leute im Donbass. Das ist die eine Hälfte. Die zweite Hälfte ist, dass am 19. Februar 22 vor der 58. Münchner Sicherheitskonferenz eben dieser Präsident Selenskyj, der vorher diesen aggressiven Befehl gegeben hatte, erklärt hat, sein Land werde das Budapester Abkommen von 1994 nicht mehr erfüllen. Das aber sah vor die Atomwaffenfreiheit der Ukraine. Eine indirekte Drohung Kiews mit eigenen Atomwaffen. Das waren die beiden Punkte. Und die beiden Labore, die Atomwaffenlabor, die auf ukrainischem Boden das hätten technisch bewerkstelligen können, denn die Ukraine war immer das starke Pferd der sowjetischen Rüstung und die können solche Waffen bauen. Diese beiden Labore sitzen nördlich, nordöstlich von Tschernobyl, 12 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt und nordöstlich von Charkow, 6 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und was glauben Sie, was da passiert ist? Am ersten Tag weg. Die beiden Labore wurden übernommen. Damit war die Gefahr fürs Erste gebannt. Und das waren die beiden Gründe. Und jetzt schauen Sie mal, googeln Sie mal, welche von diesen glorreichen Medien, ARD, ZDF, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung und so weiter, die großen Stern, Spiegel, wer hat Sie denn darüber informiert? Niemand! Das ist das kollektive Gelüge unserer politischen und medialen Oberschicht. Die wollen uns in einen Krieg hineinlügen, aber wir sind stark genug, um das zu stoppen. Wir machen nicht mit. So. Und jetzt wurde sehr verantwortlich hier von Defender 23 gesprochen. Das ist ein Luftwaffenmanöver mit hunderten Luftwaffenflugzeugen, Jets, das ausgerechnet über den Angriffstermin Deutschlands auf die Sowjetunion hinüberreicht.
dieser Termin findet statt, jährt sich, während dieses Manöver läuft. Das ist doch irre. Die Washington-geführte NATO zeigt Sympathie für Adolfs Angriff auf die Sowjetunion. Schluss damit! Wir haben die Nase voll von diesen Typen und ihren miesen Tricks. Und die Befürchtung ist, dass irgendwie Russland wieder so provoziert wird, dass die einzige Entscheidung bleibt, wenn Russland für seine Menschen nicht eine erhebliche Nachteilswirkung für die Sicherheit in Kauf nehmen möchte, dass sie weiter nach vorn marschieren. In Rzeszów, in Polen, wird die wahrscheinlich größte Luftwaffenbasis der USA gebaut, direkt an der ukrainischen Grenze. Und so geht das weiter. Nur solche Informationen. In der vorgestrigen Nacht sind wieder ganz schwere, viermotorige Transportflugzeuge in Wiesbaden-Erbenheim gelandet. Das ist die amerikanische Basis, die Clay-Kaserne, wo 2000 ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Der Grund, juristisch, aus der Sicht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, warum Deutschland offiziell im Krieg gegen Russland jetzt schon ist. Und die Amerikaner gießen immerzu Öl ins Feuer, neue Waffen hinein, neue Ausbildungen jetzt an F-16-Flugzeugen. Und die F-16 ist noch gar nicht in der Ukraine. Da heißt es schon, oh, die ist ja zu schwach für die russische Luftabwehr. Wir müssen was Stärkeres nehmen. Das ist vollkommen pervers und wahnsinnig gefährlich. Und das müssen wir einfach wissen. Und deswegen, wenn Sie Menschen kennen, die hier schon auf dem Platz gestanden haben, aber heute nicht dabei sind und beim letzten und vorletzten Mal auch nicht dabei waren, jetzt ist die Zeit, aufzustehen gegen kriminelles, kriegstreiberisches Regieren in Berlin und in Washington. Wir wollen nicht in den Krieg, wir zeigen das. Und wir gehen auf die Straße, um dieses Verhängnis zu stoppen. Dieses Verhängnis und die WHO. Und damit möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld. Ich wünsche Ihnen alle Kraft der Welt, dass Sie nie denken, wir schaffen es nicht. Doch, wir schaffen es. Diese Opposition in Deutschland einigt sich gerade und sie beginnt zu erkennen, wo die Marschrichtung ist. Und alle die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, finden sich auf der Website, da können Sie das nachlesen. 5 Forderungen, die 4 zusätzlichen Schritte und die 3 Dinge, die Sie selbst machen können. Und ich gebe zu, eine kleine, wie soll man sagen, Hilfsleistung, wie kann man denn an die Abgeordneten den Brief formulieren, das reiche ich nach. Aber das ist wichtig, dass wir das im Kopf haben. Die friedliche, demokratische Methode, korruptes und kriminelles Regieren abzuservieren, ist das Misstrauensvotum. Und wenn das nicht gelingt und die Verhältnisse werden immer schlimmer, sind natürlich auch andere Maßnahmen denkbar. Und da möchte ich gar nicht gerne dran denken. Ich möchte, dass das so klappt. Und das können wir heute tatsächlich bewirken, wir miteinander. Mit unseren Briefen. Alle Abgeordneten sind betroffen. In allen Landtagen. Alle Bundestagsabgeordneten. Jede Partei. Vollkommen egal. Alle können mitwirken, um zu sagen, ich senke den Daumen über diesen Regierungen. Die haben nicht einen Tag länger im Amt verdient. Nein, sie sind zu gefährlich für dieses Land. Ihre Abenteuer sollen unsere Kinder nicht als Opfer erleben. Alles Gute auf Ihrem Weg. Wir werden dieses Mal gewinnen. Kein dritter Weltkrieg. Danke. Vogelhaus ist geliebtes Heimatland. Glück und Reichtum bist du mir. Erst und noch so schön, so schön im fremden Land. Stets gehört mein Herz zu dir. Vogelhaus ist geliebtes Heimatland.
dass Sie da waren, heute hier bei uns auf dem Marktplatz. Kommen Sie nächsten Montag wieder. Dankeschön und viel Erfolg und eine wunderschöne Woche. Danke Ihnen. Bleiben Sie gesund.